Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Stefan Petrovic, ich bin der Betreiber von DVD Wissen und ich bin heute zu Gast im Studio von Delfin TV bei Andreas Klein. Ja, Andreas, schön, dass wir jetzt hier heute gegenseitig ein Interview machen. Das Interview mit mir hast du gerade gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie dein Leben so verlaufen ist, dass du zum Macher von Delfin TV geworden bist. Was hat dich denn da bewegt? Das ist so spannend, dass du das so sagst, zum Macher von Delfin TV, weil ich selber betrachte mich auch als der Macher, weil ich bin eine One-Man-Show. Es ging 2011 im Grunde damit los, dass ich einen spirituellen Film geschickt bekommen habe von einem guten Freund. Und er hat gesagt, guck dir den mal an. Und ich mache den an und dann ist so eine Viertelstunde ein leerer Stuhl zu sehen. Dann kommt tatsächlich jemand, erzählt auch was Interessantes und danach wieder 10 Minuten ein leerer Stuhl. Und da habe ich mir gesagt, wenn solche Filme für die wichtige Spiritualität stehen, das kann sogar ich besser. Und das war im Grunde der Startschuss, meine Fotokamera zu nehmen, die zum Glück schon eine Videofunktion hatte, und anzufangen, einfach zu machen. Und bei YouTube ein bisschen rumzuprobieren, wie funktioniert das. Habe dann erst ein paar ganz normale Filmchen auf dem Fest gemacht und so, um ein bisschen da zu üben. Und dann habe ich ein paar Leute angesprochen, die halt auch in der spirituellen Richtung unterwegs sind. Und dann haben wir die ersten Filme gemacht. Und so ging das dann relativ schnell los. Und mein spirituelles Interesse, das ist schon seit ich 15 Jahre alt bin, da. Weil da hat mir meine Mutter von ihrem eigenen Nahtoderlebnis erzählt. Und das fand ich so spannend, wenn die eigene Mutter erzählt, wie das ist. Ich weiß noch, wie ich zu ihr gesagt habe, im ersten Moment, du warst tot? Und sie sagt, ja, ich bin ja wieder da. Und dann sage ich zu ihr, das ist ja toll. Und sie, wie, ich war tot? Das hat sich vorher rumgedreht. Ja, wieso sagt sie, war toll, dass ich tot? Nein, sage ich, erstens, dass du wieder da bist und zweitens, dass du mir damit sagen kannst, es geht weiter. Denn ich hatte ein paar Jahre zuvor Winnetou gelesen, kennst du auch, ne? Teil 3, Winnetou stirbt. Klar. Die erste Träne geht aus Buch runter. Ne? Und du fragst dich irgendwie irgendwann, was ist ein Tod überhaupt? Und mein Vater war Arzt und ich dachte, oh, da habe ich ja die Koryphäe direkt an der Hand. Aber der konnte mir auch nichts sagen. Der sagte auch nur, ja, dann ist Schluss, dann ist Licht aus, vorbei. Und damit war ich nicht zufrieden, definitiv nicht. Und durch das Nahtoderlebnis meiner Mutter wusste ich, es geht weiter. Und dann lag bei uns ein Buch, Leben nach dem Tod, so das erste von Dr. Moody, was es gab. Mhm. Und das habe ich ja regelrecht gefressen. Ne? Und dann ging es weiter. Das war mein Weg, mein spiritueller Weg. Dann bis heute eben, ich durch ganz viele Literatur, durch viele Filme, aber auch durch eigene Erfahrungen, durch Erlebnisse, die ich hatte, in die Richtung im Grunde heute gehe. Du hast jetzt einen Online-Sender gegründet. Dieser Online-Sender heißt Delfin TV. Hat der Name eine Bedeutung? Ja, also das fängt alleine damit an, dass ich zu Delfin schon immer eine große Verbindung hatte, eine große Affinität. Bis dahin, dass eben auch mein Krafttier der Delfin ist. Und da lag das sehr nahe. Das ist auch so heißt. Das Lustige war, ich wollte eigentlich erst in die heilerische Tätigkeit gehen. Und dann nannte ich das Delfin-Oase. Und wer heute ganz genau mal im Internet guckt, in den Link von Delfin TV, da steht nämlich noch Delfin-Oase, das konnte ich bei YouTube nicht mehr umbenennen. Aber der Kanal lief schon, da konnte ich die einfach neuen machen. Das ist ganz lustig. Und das ging dann aber ganz schnell, dass ich gemerkt hatte, nee, 1:1 Arbeit ist gar nichts für mich. Ich brauche eine 1:N Arbeit. Nicht nur für mich, für meine Kenntnisse, sondern auch für das von ganz, ganz vielen Menschen, wie zum Beispiel du, wie all meine anderen Protagonisten, die ich interviewe, die ich filme, mit denen ich Serien mache, um eine Plattform zu haben, um ihr Wissen in die Welt zu bringen. So, jetzt hast du gerade schon angesprochen, du wirst das Wissen anderer Menschen in die Welt bringen. Was ist denn so dein Ziel? Es gibt ja schon ganz viele Online-Sender. Da fragt man sich, braucht man noch einen? Hast du irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, wo du sagst, das machen die anderen nicht, das ist genau, da weiß ich, da liegt meine Lebensaufgabe drin? Das sind eigentlich sehr viele Punkte. Das fängt damit an, dass ich erstmal reinfühle. Also wenn ich jetzt kein gutes Gefühl zum Beispiel zu dir gehabt hätte, dann hätte ich dich nicht eingeladen. Das merke ich, indem ich dich kennenlerne, am Telefon, in Mails, in Gesprächen. Und wenn ich merke, ja, das fühlt sich stimmig an, dann erst möchte ich mit jemandem auch weiter überhaupt in Kontakt sein. Und das funktioniert super, weil irgendwie bin ich geführt in der Richtung, dass genau die richtigen Menschen bis jetzt immer zu mir geführt wurden. Und das klappt ganz toll. Das zweite ist, dass ich Delfin TV zu einem spirituellen Lexikon aufbauen will.
Aber nicht nur zur Spiritualität, sondern eben auch, weil das damit reinspielt, Thema Ernährung, Thema Gesundheit und ganz neu sogar Thema Bildung. Denn das hat alles damit zu tun. Denn was ist Spiritualität? Was ist das eigentlich? Das ist aus dem Herzen handeln, ohne den Verstand auszuschalten. Und deswegen ist dieses Gebiet so groß und es ja überall mit reinspielt. Wenn wir unsere Kinder in der Schule, ja, es heißt ja heute noch unterrichten, dann ist es doch viel besser, wenn wir mit offenem Herzen das machen. Und auch fühlen, wenn es einem Kind nicht gut geht und nicht auf die Finger kloppen und sagen, du musst jetzt aber still sitzen und du musst das jetzt machen, sondern wenn das Kind besser im Stehen lernen kann, dann stellt es sich eben hin und lernt im Stehen. So nur ein ganz kleines Beispiel jetzt. Ja, du hast schon erklärt, wie du deine Interviewpartner aussuchst. Ich sage mal nicht bewusst nicht Spiritualität, sondern Esoterik. Es ist ein Markt geworden. In einem Markt gibt es meistens auch ein paar schwarze Schafe. Ist dir da schon passiert, dass du gesagt hast, dich will ich nicht haben? Ja, definitiv. Das habe ich zum Glück rechtzeitig genug gemerkt. Da war schon ein Filmchen gedreht, das war auch okay und dann sollte eine Serie gemacht werden. Und da plötzlich kam eine Energie rüber, wo ich sofort gemerkt habe, nein, geht gar nicht. Und ich sage an der Stelle auch mal ganz offen, mir ging es damals finanziell gar nicht gut. Und es war ein großer Auftrag, mehrere tausend Euro, die ich echt gebraucht hätte. Aber ich habe vom Herzen entschieden, nein, geht gar nicht. Und habe lieber den Euro dreimal rumgedreht, als dass ich etwas tue, was nicht meinem Herzen entspricht. Das finde ich eine tolle Einstellung und ich glaube, das ist was, wo sich viele ein Vorbild dran nehmen können, dass man wirklich sagt, ist es denn ethisch korrekt, was ich hier tue, ja. In meiner Ethik? Ja, die DVD-Wissen-Käufer, Besucher sind großteils Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen. Auch ein bisschen Spiritualität, aber eigentlich hauptsächlich Gesundheitsthemen. Gibt es da aus deinem Fundus was, was du besonders erwähnen möchtest, wo du sagst, da habe ich was für euch, das könnte interessant sein? Das ist alles, was zum Thema Selbstheilung kommt. Das ist jetzt spannend, dass das auch ein bisschen parallel mit deinem neuen Film geht. Das soll man ruhig mal so nennen. Aber du gehst da in eine ganz spezielle Richtung mit dem Film und ich gehe in die etwas daneben, parallel liegende Richtung, dass ich eben zum Beispiel Menschen, die diese Selbstheilungstechnik vermitteln, interviewe, dass ich ihnen den Raum gebe, ihre Selbstheilungstechniken auch mal zu erklären, zu zeigen, wenn sie es denn möchten. Manche sagen, es geht nicht im Video, weil man halt diese Techniken ganz speziell anwenden muss. Dann wird auch das Raum haben. Oder alles, was in diese Richtung geht. Weil es so wichtig ist, dass wir lernen, unsere eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das heißt, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das finde ich so wichtig, dass wir das können. Und trotzdem diese Synergien zu unterstützen zwischen normaler, also nicht normal, das ist plötzlich zwischen Medizin, zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Heilern und, dass das so laufen kann. Sogar die Pharmaindustrie, wenn sie irgendwann es schafft, ihre Denke, wie es bis jetzt war, zu öffnen, und ich glaube, einige sind schon dabei, in die Richtung zu gehen, was können wir denn für die Menschen tun? Was können wir für die Gesunderhaltung der Menschen tun, damit sie nämlich erst gar nicht krank werden? Wenn dieses neue Bewusstsein in der Pharmaindustrie dann mal sich entwickelt, kann man da genauso viel Geld mit verdienen, vielleicht sogar noch mehr, als jetzt mit dem Krankheiten heilen, weil wir dann auf einem ganz anderen Level sind, auf einem anderen Bewusstseinslevel. Und das zu unterstützen in allen Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, plus die, die wir noch gar nicht angesprochen haben, das ist auch einer meiner Wege. Du hast jetzt eigentlich auch was schon sehr intensiv angesprochen, worüber wir im letzten Telefonat gesprochen haben, dieses Thema Konkurrenz oder Zusammenarbeit. Ja, du hast eigentlich schon deutlich gesagt, das ist die Zukunft. Die Zusammenarbeit ist die Zukunft und wir haben jetzt damit begonnen. Keiner weiß, wo es hingeht, aber es muss ja auch nicht immer bedeuten, dass man dauerhaft etwas gemeinsam tut, sondern es kann auch einfach bedeuten, ich weise mal auf den anderen hin. Ist ja auch schon eine Form der Zusammenarbeit, statt zu denken, wenn ich jetzt jemand auf dich hinweise, könnte er mir als DVD-Käufer ja verloren gehen. Das ist Mangeldenken. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn Menschen von mir einen wertvollen Tipp bekommen, dann werden sie eher wieder zu mir zurückkehren und sagen, der Stefan war es, der hat mir den Tipp gegeben. Und genauso umgekehrt natürlich. Ja. Ja, es ist tolle Sache, dass wir jetzt damit mal anfangen.
Und jetzt vielleicht zum Abschluss, oder vielleicht ist es, kommt dann noch was danach, aber jetzt mal zum Abschluss, wo geht denn deine Reise hin? Was ist denn deine große Vision von deinem Leben oder von deinen Projekten in deinem Leben? Ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, ich hatte ja vorhin schon einen kleinen Punkt gegeben in der Richtung, dass eben ich Delfin TV zu einem Lexikon ausbauen möchte, nochmal auf das Thema Konkurrenz noch ganz kurz was sagen. Konkurrenzdenken, man sieht das ja sogar bei spirituellen Messen, das ist Angst. Angst zu kurz zu kommen. Wenn man aber in dem Bewusstsein ist, dass genau die Menschen zu mir kommen, und zwar ist das einmal auf der Messe, das ist bei Heilern so und das ist bei uns Filmemachern genauso, die, mit denen wir Resonanz haben, dann können wir es auch ganz gelassen hinsetzen, weil es gibt so viele Menschen, so viele Themen, dass die, mit denen, die mit dir Resonanz haben, die kannst du gar nicht alle schaffen. Und die, die mit mir Resonanz haben, die kann ich auch gar nicht alle schaffen. Aber die kommen doch automatisch zu dir und nicht zu mir, weil sie mit dir Resonanz haben. Und die anderen kommen zu mir und nicht zu dir, weil sie mit mir Resonanz haben. Und so ist es auf einer Messe genauso. Da kannst du dastehen und da können 100 Heiler neben dir stehen. Wenn Fritz kommt und der heute genau deine Energie braucht, dann wird Fritz an allen 99 anderen vorbeigehen und kommt genau zu dir. Und Helga macht das ganz genauso. Aber die anderen, die haben ihre Leute, die da hinkommen. Und daher kann man ganz gelassen bleiben, im Gottvertrauen. Und ich würde noch nicht mal nur von der Energie sprechen, sondern auch die Qualität, die du da kriegst. Die Art der Arbeit ist ja teilweise so unterschiedlich. Wenn wir bei dem Beispiel Heiler bleiben, es gibt ja Heiler, die sind super gut bei gesundheitlichen Themen. Und dann gibt es andere Heiler, die sind bei der Psyche richtig stark. Und dann gibt es ganz wenige Heiler, die sind gut darin, Menschen auf seelischer Ebene helfen zu können. Und so findet ja da auch noch eine zusätzliche Differenzierung statt. Auf jeden Fall. Und das einfach zu sehen, dass ich, und ich sage mir, dass ich es nicht, meine ich jetzt mich, den Andreas, den auch, aber ich meine mit dem Ich uns alle, also dich. Mit diesem Ich bist du einzigartig. Und glaube daran, glaub an dich selber und dann kannst du deinen Weg gehen. So wie ich an mich glaube, denn was Stefan gefragt hat eben, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was ist meine Vision? Meine Vision ist es, so viele Filme zu machen mit so vielen Themen, dass die Menschen einfach sagen können, wow, bei Delfin TV finde ich das. Mir hat mal einer gesagt, dem ich das erzählt habe, oh, sagt er, ist eine Lebensaufgabe. Ja, sag ich, ist eine Lebensaufgabe. Dann machen wir das. Und das sind nicht nur Interviews, das können in Zukunft vielleicht auch mal Kurzfilme sein. Mein Feuer brennt nämlich dahin schon, hatten wir ja ganz kurz im Vorgespräch schon angedeutet. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuschauern von diesem Video jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ganz wichtig ist, fühl rein. Denn das, was sich richtig anfühlt, das ist auch für dich genau der richtige Weg. Und zwar ist es egal, was das im Außen ist. Dein Gefühl ist nämlich die Verbindung zu deiner Seele. Und die sagt dir dann schon, genau das ist für dich jetzt wichtig und richtig. Vielen Dank, Andreas. Ich hoffe, euch, Ihnen am Bildschirm hat es auch zusätzliche Erkenntnisse gebracht und ja, schaut euch auf meinem YouTube-Kanal um, schaut euch auf Andreas YouTube-Kanal um und hoffentlich bis bald.